Politik gestalten, die machen das ja vorher. Und wenn es dann aktuell bei uns auf den Tisch kommt, haben wir eigentlich kaum noch eine Chance drauf zu reagieren. Dann ist eigentlich schon alles abgedealt. Das, was dann in dem Showkämpfen im Bundestag passiert, wo sich immer alle darüber aufregen, warum da so wenig Abgeordnete sitzen, das hat eigentlich überhaupt keinen Wert, weil was da passiert, ist nur noch ein Showkampf. Die wichtigen Entscheidungen, die finden parallel in anderen Räumen statt, wo die Abgeordneten sitzen, die dann im fehlenden Plenum. Das ist die Realität, die man wissen muss. Fast alle großen, wichtigen Gesetze kommen genauso wieder aus dem Parlament raus, wie sie reingekommen sind. Da wird mal irgendwo ein kleines bisschen geändert und nachgebessert, aber am Ende kommen sie alle genauso raus. Und egal, wie groß der Widerstand war, ich kann mich an Diskussionen in der Fraktion erinnern, Vorratsdatenspeicherung, da waren 3/4 SPD-Abgeordneten dagegen, komplett dagegen. Am Ende sind sie so eingenordet, dass dann am Ende 5 oder 10 Abweichler übrig bleiben, aber das Gesetz wird genauso verabschiedet. Und das kann man bei allen Fraktionen so beobachten, die an der Regierung waren, da gibt es keine Ausnahmen. Bei den Grünen war das genauso. Fischer hat Dinge durchgesetzt, wo die Grünen eigentlich mehrheitlich, wenn man die Basis gefragt hätte, zu 90% dagegen gewesen wäre. Kriegseinsätze befürwortet, alles Mögliche. Am Ende kommen sie alle so raus. Die Regeln sind eben der Fraktionsvorsitzende, natürlich in der Co-Produktion mit den Regierungsverantwortlichen, mit der Kanzlerin oder dem Vizekanzler oder wer auch immer, die sagen, was gemacht wird, dann wird diskutiert, manchmal schafft man irgendwo eine kleine Abweichung, aber im Endeffekt wird es dann so gemacht. Dann gibt es Bequemlichkeit eine Rolle, weil es natürlich viel einfacher ist, das zu machen, wie es vorgegeben wird. Karriere spielt eine große Rolle, weil wenn man noch irgendwas werden will in der Fraktion, dann muss man mitmachen. Hat man 3-mal gegen die Fraktion gestimmt, ist man auf einer roten Liste. Dann kriegt man noch keine Posten mehr. Und es geht noch weiter. Ich bin nun mal in der guten Lage, dass ich einen Wahlkreis habe. Erstens, der ein bisschen renitent ist von der Basis her. Also ich würde nicht sagen, wir sind Gallien, aber so ein bisschen stimmt das. Und ich habe einen Wahlkreis, den ich gewinnen kann direkt. Das heißt, auf die Landesliste bin ich nicht angewiesen. Wäre ich darauf angewiesen, wäre ich schon bestimmt, dann bin ich spätestens am 2. dann nicht mehr gewählt worden. Das heißt, viele sind über die Landesliste angewiesen und deswegen haben sie per se Angst da, und das wird auch gleich sozusagen, kommt auch relativ schnell die Androhung, dass sie da nicht mehr aufgestellt werden. Und das passiert auch so. Abgestrafte Abgeordnete gibt es wie Sand am Meer. Den Lobbyismus, den ich am Anfang schon angesprochen habe, der so weit führt, dass teilweise Konzerne in den Ministerien sitzen. Es wurde ein bisschen eingedämmt, aber die sitzen da immer noch, arbeiten an Gesetzestexten mit, oder sie haben sozusagen direkten Zugang zu den Staatssekretären, zu den Ministern und verhandeln dort sozusagen ihre Gesetze. Und das ist ein Geben und Nehmen. Wenn man sich das letzte Kabinett anguckt, von denen, die jetzt nicht mehr in Regierungsverantwortung sind, es sind ja eine Menge Minister und Staatssekretäre nicht mehr, die sind alle in der Wirtschaft. Aber nicht, weil sie einen großen ökonomischen Selbstverstand haben, sondern alle als Lobbyisten. Und teilweise haben sie sogar Überschneidungen gehabt, von Kleden, Wissmann und wen wir alle hatten. Die waren dann noch Minister oder Staatssekretär, als sie schon sozusagen unter Vertrag der Lobby waren, der Konzerne. Also Herr van Kleten hat beispielsweise in Europa noch darüber verhandelt, dass Deutschland eben nicht die Abgaswerte einhält, während er gleichzeitig noch im Kabinett gesessen hat. Und hat sozusagen für einen Autokonzern bestimmte Ausnahmen rausgeholt oder insgesamt dann sogar für die deutsche Autolobby auch noch ein bisschen was rausgeholt. Das heißt, man wird eigentlich schon von anderen bezahlt und dann ist natürlich klar, welche Politik man dann auch anstrebt. Und dann gibt es ganz viele, die werden zwar niemals von der Wirtschaft bezahlt, weil die hoffen, dass sie vielleicht von der Wirtschaft bezahlt werden. Und deswegen sind sie willfährig, schon bevor sie überhaupt diese Chance haben. Auch das haben wir. Wir haben einen Syrien-Einsatz, übrigens einen Kriegseinsatz beschlossen. Da haben sich zwar alle gewunden, das anders genannt, aber es ist ein Kriegseinsatz. Ja, zieht die deutsche Bundeswehr in den Krieg. So, und das ist so passiert, dass wir Syrien schon ganz, ganz lange die Konfliktsituation da war, aber Deutschland sich nicht geschert hat, dann hat es irgendwann mal einen Beschluss gegeben, dass man die kurdischen Aufständigen mit Waffen beliefert. Und damit hat man das Thema wieder abgefrühstückt gehabt. Und dann gab es den Anschlag in Paris. Und da war schon so nach dem Motto, jetzt muss man ja doch irgendwas machen. Und dann gab es am Dienstagmorgen einen Kabinettsbeschluss. Dienstagmorgen ist der gestaltet worden.
Um 12 Uhr hatten wir den Kabinettsbeschluss sozusagen über den Computer in unserem Netz, konnten ihn ausdrucken. Um 14 Uhr hat bei uns die Fraktionssitzung begonnen. Die Abgeordneten haben aber einen klaren, getakteten Tag. Also fast keiner von den Abgeordneten war zwischen 12 und 14 Uhr im Büro. Also wenn überhaupt, dann haben die Mitarbeiter das ausgedruckt und denen dann nachgetragen, den Abgeordneten. Ich hatte meine Unterlagen um, glaube, 14:45 in den Händen. So ein Backenbeschluss sozusagen. Und das Wichtigste war auf 20 Seiten, aber auch das ist noch relativ viel, was das Kabinett beschlossen hat. Um 14 Uhr haben wir Fraktionssitzung, um 14.45 Uhr hat die Fraktion beschlossen, wie sie damit umgeht. Das ist teilweise Demokratie heute.